Willkommen zurück! Im Zuge dieses Videos werden wir den Vorwissen zum bestimmten Integral und zu Zwischensummen, das wir gemeinsam in den letzten beiden Videos erarbeitet haben, benötigen. So sind wir schon im letzten Video auf den Begriff orientierter Flächeninhalt gestoßen. Und daher beschäftigen wir uns in diesem Video mit dem Fenster Warum orientierter Flächeninhalt vom Arbeitsblatt. Somit ist es unser Ziel, dass du am Ende dieses Videos diese Frage problemlos beantworten kannst und das erworbene Wissen anschließend anwenden kannst. Am Anfang bitte ich dich, dass du die Abbildung rechts oben betrachtest. Was siehst du hier? Ja, du siehst ein Rechteck, das eingezeichnet wurde. Und dass die Fläche unter dem Funktionsgraphen von f annähernd gut beschreiben soll. Es handelt sich hierbei um eine Zwischensumme. Das heißt, es wurde eine beliebige Stützstelle si ausgewählt und der dazugehörige Funktionswert f von si gebildet. Du erkennst also nun leicht, dass der Teilintervallsabstand delta x positiv ist und der zur Stützstelle gebildete Funktionswert negativ ist. Also, Delta x ist größer 0 und f von si ist kleiner 0. Nun lasse ich dich den nächsten Schritt, der uns an unser Ziel führt, selbst versuchen. Deshalb mein Arbeitsauftrag an dich. Was passiert, wenn wir das Produkt aus f von si und Delta x, also dem Flächeninhalt des Rechtecks, berechnen? Bitte nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Du kannst dafür gerne das Video pausieren, wenn du dann bereit bist, sprechen wir gemeinsam über die Lösung. Dein Arbeitsauftrag war: Was passiert, wenn wir das Produkt aus f von si und Delta x, also dem Flächeninhalt des Rechtecks, berechnen? Lösen wir diesen nun gemeinsam. Wir haben vorhin schon gemeinsam festgestellt, dass Delta x positiv ist und der zur Stützstelle gebildete Funktionswert f von si negativ. Das Produkt von einem positiven Faktor und einem negativen Faktor ist wieder negativ. Daher ist auch unser Produkt als unser Flächeninhalt des Rechtecks negativ. Also, wenn Funktionswerte wie zum Beispiel f von si negativ sind, ist f von si mal Delta x kleiner als 0. Nun fragst du dich sicher, wie kann aber ein Flächeninhalt negativ sein? Ich werde diese Frage nun klären. Beim bestimmten Integral werden Flächeninhalte unterhalb der x-Achse, wie dieser rot markierte Rechteck, mit einem negativen Vorzeichen berechnet. Und aus diesem Grund sprechen wir auch von einem orientierten Flächeninhalt. Als nächstes betrachten wir die beiden Abbildungen links unten. Was siehst du auf den jeweiligen Abbildungen? Ja, genau. Es wurde in der ersten Abbildung wieder versucht, die Fläche, die von der horizontalen Achse und dem Funktionsgraphen der Funktion f eingeschlossen wird, annähernd durch Zwischensummen zu berechnen. In der zweiten Abbildung sind die positiven Flächeninhalte a1, a2 und a3 eingezeichnet. Jetzt ist nach dem bestimmten Integral von f im Intervall 1,
10 gefragt. Überlege nun gut, welche der drei Flächen A1, A2, A3 unterhalb der x-Achse liegen und welche oberhalb der x-Achse liegen. Deshalb mein Arbeitsauftrag an dich. Berechne das bestimmte Integral von f im Intervall 1, 10. Dein Arbeitsauftrag war: Berechne das bestimmte Integral von f im Intervall 1, 10. Zuerst betrachten wir die Fläche A1. Du siehst, dass diese oberhalb der x-Achse liegt und der orientierte Flächeninhalt also positiv ist. Das bedeutet für das gesuchte bestimmte Integral 1,1. Bei der Fläche A2 siehst du, dass diese unterhalb der x-Achse liegt und damit deren orientierter Flächeninhalt negativ ist. Das bedeutet also für unsere weitere Berechnung des bestimmten Integrals minus 4,1. Dagegen siehst du bei der dritten grün markierten Fläche A3, dass diese wie die Fläche A1 oberhalb der x-Achse liegt und somit der orientierte Flächeninhalt positiv ist. Das bedeutet für das gesuchte Integral von f plus 3,7. Insgesamt ergibt sich für das gesuchte bestimmte Integral von f im Intervall 1, 10, also 0,7.